Es gibt derzeit eine Challenge im Internet, die gerade an Aufmerksamkeit wieder gewinnt. Diese Challenge ist lebensgefährlich und es gibt sie schon seit einiger Zeit, doch jetzt gerade wird sie auf einmal wieder beliebt. Doch sie droht auch, nach Deutschland rüber zu schwappen und hier Menschenleben zu kosten. Und viele Leute von euch haben mich gefragt, ob ich einmal etwas dazu sagen könnte, ob ich davor warnen könnte oder erklären könnte, worum es da geht, und das möchte ich jetzt gerade einmal machen. Denn derzeit gibt es, und wie sollte es anders sein, auf TikTok eine Challenge, die bereits ein Leben gefordert hat, nur für Aufmerksamkeit, Klicks und irgendwelche Reaktionen oder Zuschauer. Letztendlich ist Folgendes passiert. Ich habe in der Vergangenheit häufiger bereits über dumme Challenges gesprochen, die in irgendeiner Art und Weise lebensgefährliche Folgen haben. Nun gibt es auf TikTok die Benadryl Challenge. Wer jetzt nicht weiß, was Benadryl ist, ich musste es mir auch vorher durchlesen, Benadryl ist letztendlich eine Art Medikament, ein Wirkstoff, der in den unterschiedlichsten Medikamenten enthalten ist bzw. verwendet wird. Besonders in Heuschnupfenmitteln wird Benadryl eingearbeitet, weil eben der Wirkstoff dabei helfen soll, dass man gegen Heuschnupfen ankommt, und besonders in amerikanischen Rezepten bzw. in besonders amerikanischen Heuschnupfenmitteln ist Benadryl relativ viel enthalten. Die Sache ist nun folgendes: Wenn man normalerweise Heuschnupfenmittel nimmt, ist das Ganze nicht weiter bedenklich und auch nicht weiter schlimm. Doch es gab nun Leute auf TikTok, die angefangen haben, hohe Mengen von ihrem Heuschnupfenmittel zu sich zu nehmen, weil sie dann eben eine Reaktion damit herausholen wollten. Und zwar, wenn man eine hohe Menge an Benadryl zu sich nimmt, soll man einen rauschähnlichen Zustand erfahren. Man soll also anfangen, in einen Rausch zu gelangen und Halluzinationen zu kriegen. Die Leute auf TikTok hatten nun sich eine Challenge erfunden, bei der sie eben sich selber dabei filmten, wie sie eine hohe Menge an Benadryl bzw. an diesem Wirkstoff zu sich genommen haben, und dann filmten sie sich dabei, wie sie eben benommen unter diesem Wirkstoff waren. Sie filmten sich dabei, wie sie nicht mehr aufrecht stehen konnten, wie sie nicht normal von einem Fleck zum nächsten gehen konnten bzw. zusammenbrachen, oder sie filmten sich dabei, wie sie lallend beschrieben, was für Halluzinationen sie gerade sehen, beziehungsweise sie filmten sich auch, wie sie mit ihren Halluzinationen interagierten bzw. gesprochen haben. Als die Leute dies gemacht haben, wurde daraus eine immer und immer größer werdende Challenge. Immer und immer mehr Leute sahen zu, was diese auf TikTok gemacht haben, und entschieden sich, das Ganze auch zu tun. Sie gingen dann in den nächsten Drogeriemarkt und kauften dort Heuschnupfenmittel. Natürlich wurden Kindern auch Heuschnupfenmittel verkauft, weil es wird ja nicht erwartet, dass in irgendeiner Art und Weise etwas Negatives oder Schlechtes mit dem Heuschnupfenmittel angestellt wurde. Und so gingen Kinder, ohne dass die Erwachsenen oder Eltern irgendetwas wussten, mit ihrem Heuschnupfenmittel in ihr Zimmer und warfen sich unterschiedlich viele Tabletten ein, nur um eben diesen Rauschzustand zu erfahren, nur um diese Halluzination zu kriegen, um das Ganze dann zu filmen und auf TikTok hochzuladen, um einfach nur Erfolg oder irgendwelche Aufrufe zu kriegen. Diese Leute haben sich dabei in Lebensgefahr begeben, auch wenn sie dies wahrscheinlich gar nicht wussten. Denn ja, wenn man eine gewisse Menge an Benadryl zu sich nimmt, eine recht hohe Menge, bekommt man diesen Halluzinationszustand, diesen Rauschzustand tatsächlich. Allerdings gibt es hier eine Gefahr. Denn wie eben zum Beispiel die Macher dieses Medikaments oder eines Medikaments, welches häufig genutzt wird, Johnson & Johnson, es sagten, ist hier ein großes Problem. Denn man braucht eine gewisse Menge, um Halluzinationen zu kriegen. Diese Menge, die man dafür braucht, ist extrem dicht an der Menge, die tödlich ist. Sprich, diese Leute, die nicht wussten, wann genau sie aufhören sollten, waren kurz davor gewesen, eine so hohe Menge zu nehmen, dass sie an einer Überdosis dieses Medikamentes gestorben wären. Bereits im Mai letzten Jahres wurde eine Gruppe von Jugendlichen ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie eben sich unfassbar viele Tabletten eingeworfen hatten. Eins dieser Kinder hatte sich 14 Tabletten eingeworfen, weil es eben einen besonders krassen Rausch erleben wollte. Diese Personen sprachen dann auch davon, dass sie eben seltsame Dinge gesehen haben, dass sie Halluzinationen hatten, aber auch, dass sie Panik und Angst gekriegt haben, als sie es getan hatten, beziehungsweise, dass sie es bereut hatten. All diese Personen wurden danach eben von ihren Eltern gefunden und zum Krankenhaus gefahren, damit ihr Magen ausgepumpt werden kann.
Diese Leute sagten, dass sie nicht mal wussten oder nicht mal eine Ahnung hatten, dass das, was sie taten, gefährlich ist, weil auf TikTok nie jemand darüber gesprochen hatte, dass es in irgendeiner Art und Weise auch tödlich enden könnte. Diese Leute sagten, sie haben nur Challenges gesehen von TikTokern, die sie interessant finden oder die sie mochten, einfach nur, weil sie es interessant fanden, wollten sie es dann nachmachen. Sie brachten sich also wegen irgendwelchen Leuten auf TikTok in Lebensgefahr. Und letztendlich endete diese ganze Challenge dann auch in einem Todesfall. Denn vergangenes Jahr, im September, August ungefähr, nahm eine 15-Jährige, die diese Challenge online gesehen hatte, zu viel Benadryl. Sie wollte genau wie die anderen eben ein Video darüber drehen. Sie wollte genau wie die anderen das Ganze mal ausprobieren und sehen, wie dieser Halluzinationszustand ist, von dem eben immer wieder erzählt wird. Und dabei wusste sie nicht, wie viel sie einwerfen konnte, beziehungsweise wie viel ihr Körper aushalten würde. Sie warf sich zu viele Tabletten ein und ohne dass es ihren Eltern oder irgendwem aufgefallen war, starb sie an einer Überdosis. Eine 15-Jährige wurde viel zu früh aus dem Leben gerissen, einfach nur, weil sie nicht wissen konnte, beziehungsweise weil ihr auch niemand gesagt hat, dass diese Challenge tödlich enden kann. Und ich möchte es einmal ganz klar sagen, diese Challenge gibt es bereits seit Anfang 2020. Doch sie kommt immer wieder und hört dann wieder auf. Sie ist quasi in Wellenbewegung da. Sie hatte ihren Höhepunkt eben im Mai ungefähr, dann war sie im September plötzlich wieder da und jetzt gerade droht sie wiederzukommen. Wenn ihr auf TikTok seht, wie irgendeine Person Benadryl nimmt und sich versucht, damit eben Halluzinationszustände zu holen, dann meldet diese Person, warnt andere Leute davor, dass eben diese Challenge gefährlich ist, dass diese Challenge tödlich enden kann, weil das Ganze ist kein Witz mehr. Ich verstehe es nicht, wie TikTok zulassen kann, dass so eine Challenge scheinbar ohne Probleme auf TikTok existieren kann. Denn natürlich, für Erfolg das Ganze zu machen, ist eine Sache. Leute sehen sich diese Challenge an, so wie sie auch schon früher gefährliche Challenges gesehen haben, wie zum Beispiel die Strangulations-Challenge auf TikTok oder auch zum Beispiel die Tide-Pod-Challenge damals auf YouTube und gehen das Risiko für Erfolg ein. Aber es gibt eben auch noch die andere Gruppe von Leuten, die nicht versuchen selber Erfolg damit zu kriegen, sondern die einfach nur ihren Vorbildern, ihren Stars auf TikTok nacheifern wollen. Sie sehen, was alle anderen machen und wollen das Ganze dann auch tun. Und dann tun sie, ohne es zu sagen, ohne irgendwelche Konsequenzen zu wissen, das Gleiche. Einfach, weil die Leute auf TikTok, die das machen, auch nicht mal dran denken zu warnen, wie gefährlich diese ganze Challenge sein kann. Also, ich hoffe, keiner von euch ist irgendwie auf die Idee gekommen, bei so einer Challenge mitzumachen. Macht allgemein nicht bei irgendwelchen gefährlichen Challenges im Internet mit, weil ihr euch damit einfach nur selber in Gefahr bringt. Wenn ihr jemanden kennt aus eurem Umfeld, aus eurem Bekanntenkreis, der eben selbst bei dieser Challenge mitmachen will oder vielleicht Benadryl nimmt, dann warnt diese Person davor. Schaltet irgendwelche Erwachsenen ein oder nehmt den Leuten das weg, weil das Ganze kann lebensgefährlich enden. Das war alles, was ich zu diesem Thema zu sagen hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bleibt gesund, bis dann aber. Tschüss.